umso mehr braucht sie deine Zuwendung in ihren aktiven Phasen. Dann musst du dir auf jeden Fall Zeit für sie nehmen, um mit ihr zu spielen und zu schmusen, so viel wie sie es möchte. Nummer 6. Zeig ihr Verständnis. Menschen und Katzen sprechen zwar nicht die gleiche Sprache, aber deine Mieze hofft, dass du sie trotzdem verstehst. Lerne ihre Körpersprache und ihre Laute zu deuten, indem du ganz genau hinsiehst und hinhörst und geh ihren Wünschen und ihrer Befindlichkeit entsprechend auf sie ein. Nummer 7. Halte still. Manchmal ist es so einfach, deiner Katze etwas Gutes zu tun. Du musst einfach nur stillhalten. Und zwar gilt das, wenn deine Katze dir durch Berührungen ihre Liebe zeigt. Das geschieht auf unterschiedliche Arten, indem deine Katze sich an dich schmiegt, ihren Kopf an dir reibt oder dir um die Beine streicht, zeigt sie dir, dass sie ganz in deiner Nähe sein will.